Hi Leute, willkommen zurück zu Blasphemous und ich zeige euch heute, wie ihr das Rätsel bzw. die Quest von dem guten alten Yondu hier abschließt. Habt ihn sicher schon gesehen, er ist auf dem Weg zu seinem Pilgerpfad und hier ist tatsächlich die letzte Station, wo er ist und er kommt hier einfach nicht weiter. Also er weiß jetzt nicht, was er eigentlich noch sonst machen soll. Hier ist auch die Statue von dem ersten Pilger sozusagen, der die Reise geschafft hat. Er will das eigentlich jetzt auch beenden und weiß nicht so genau, was er jetzt noch machen soll. Und dazu ist es so, bis ihr den hierher treibt. Müsst ihr ja immer verschiedene Wege für ihn freimachen. Also entweder mal den Aufzug aktivieren oder einen Baumstamm umwerfen, damit er darüber kann. Aber einmal ist es auch so, dass ihr einen gewissen Gegner töten müsst, damit er da weiterkommt. Aber wenn ihr die ganze Map so durchlauft, seht ihr den immer wieder und wenn ihr ihn immer wieder helft, kommt ihr zum Schluss hierher. Das Wichtige dabei ist, er gibt euch bei jedem Mal, wenn ihr ihm geholfen habt, ein C. Diese drei Zehen hier gibt es insgesamt, den kleinen C, den vierten C und den großen C sozusagen. Damit es jetzt hier weitergeht, müsst ihr einfach erstmal die Gegenstände rausnehmen und die Zehen reinnehmen. Die jetzt hier aktivieren einfach. So, alle drei Zehen haben wir drin und dann hier kurz mit dem Reden. Und ihr seht, die Statue verschiebt sich jetzt, dadurch, dass wir die Zehen anhaben. Und jetzt habt ihr sozusagen den Weg für ihn frei gemacht. Könnt jetzt hier auch natürlich reingehen. Hier gibt es nochmal was Schönes. So, ausgerissener Nagel aus dem Schmutz. Genau. Und das ist hier so eine, ja, so eine Reliquie. Unverwässerliche Überreste des großen Pilgers, Gründer des Ordens und Trost einer seiner Nachfolger. Seine Füße trugen ihn ohne Pause auf seinen mysteriösen Wanderungen durch Kyvostovia. Der Träger dieser Reliquie empfängt seine Entschlossenheit und durchquert mühelos Sümpfe und Marschallade. So, das ist jetzt die Sache. Wenn ihr das bekommen habt, seid ihr jetzt fähig, in Sümpfen oder auch in, ja, in diesem Matsch oder auch im Wasser entsprechend. Hier sagt er noch, oh, meine Sünde, und er ist jetzt weg. Quest ist damit beendet sozusagen. Und jetzt könnt ihr damit einen neuen Bereich ja, sozusagen erklimmen. Und da gibt es ein paar verschiedene Bereiche, die ihr machen könnt. Ich mache jetzt erstmal das Fragezeichen weg. Und zwar ist das einmal komplett hier unten dieser Bereich. Ihr habt den vielleicht schon gesehen. Da ist immer so ein Nebel. Man weiß eigentlich nicht, wie man da hinkommen soll, weil man aus dem Wasser halt nicht rausspringen kann. Und hier ist auch so ein Bereich. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich zeige euch das mal, wo das ist und vor allem, was das dann bringt sozusagen. Und ihr könnt dann da aus dem Matsch herausspringen und habt jetzt die volle Sprungkraft quasi, wenn ihr im Wasser unterwegs seid. Der Weg ist ein bisschen weit, deswegen ich gehe jetzt mal hier runter zur Hand. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Und dann zeige ich euch, was ihr damit jetzt anstellen könnt. So. Einmal hier runter. Ja, halb so wild, wenn mich das mal erwischt. Mal hier komplett lang. Den Kollege hier auch noch mal platt. So, runter und rüber. So, den kleinen Finisher noch mal hier. Ja, ich brauche jetzt nicht alle zu killen. Ein bisschen lästig dann. So geht's auch. So, dann müssen wir hier runter. Damit ihr dann auch seht, was man mit diese Reliquie anfangen kann. Das wäre nicht dann wahrscheinlich die nächste Frage gewesen. Was macht man damit jetzt überhaupt? Und da gibt es jetzt tatsächlich eine ganz bestimmte Stelle, wo man langlaufen kann und da einen komplett neuen Bereich aufmacht. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Hier ist die Hand. So, teleportieren wir uns rüber.
Jetzt muss ich selber erstmal, Albero war es nicht. Obwohl, Albero können wir auch machen. Von daher kommt man da auch, da kommt man eigentlich auch ganz gut hin. Ja, das passt schon ganz gut. Und natürlich müssen wir uns das Teil jetzt anziehen. Drei verknotete Zungen brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Ausgerissener Nagel aus dem Schmutz. So. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Versilberte Lunge von Dolphus. Das ist einfach dafür, dass ihr in das Gift, was da unten ist, dieser Nebel, habt ihr den sicherlich schon gesehen, dass der uns nichts anhaben kann. Deswegen braucht man den auch. Und da gehen wir jetzt mal weiter. Mal einmal hier rüber. Nehmen wir jetzt mal einen Trag auch. So, das lassen wir erstmal außen vor. Na komm. So, einmal hier runter. Und das erste ist tatsächlich, müsste das hier hinten in der Ecke sein. Ich glaube, das hatte ich mir damals schon markiert, dass man da was machen kann. Schauen wir mal, ob ich das richtig markiert habe. So, das sind sozusagen ja wie so neue Schuhe, die wir jetzt da haben. Gehen wir mal hier durch. Ihr werdet das jetzt hier auch schon sehen. Ja, ich kann hier ganz normal durch den Matsch durchlaufen. Früher ist es ja immer so gewesen, dass er hier so ein bisschen hängen bleibt. Ich kann vor allem auch ganz normal rausspringen aus dem Matsch, was das Wichtigste daran ist. Mal einmal hier durch. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Ajo. Ist auch so ein bisschen eine Kackstelle, meiner Meinung nach. Die wissen schon, wie sie uns ärgern hier, die Programmierer. Ja, hier könnt ihr jetzt einfach ganz normal durchsliden auch und so. Das konnte man ja vorher nicht. Und entsprechend kann man hier jetzt hoch einfach springen, ne? Hier gibt es dann da die Kiste. Vor allem gibt es hier noch ein Engelchen. Das braucht ihr später auch. Zambra der strahlenden Krone. Können wir uns mal anschauen. Das ist jetzt hier im Inventar. Da, wo ist es? Hier. Ne. Wo haben wir es? Herz, bla bla bla, Herz, Herz, Herz. Hier ist es. Sampra. Jöhne an die Strahlen der Sonne, die zu großzügig selbst die dunkelsten Orte bescheinen. Ihr Segen vergrößert vorübergehend die von Mea Lumpa geernteten Tränen. Viele verzehren sich nach dem Rest des Miracles, aber die Gier, die sie daran hindert, ist zu erkennen. Also ist ein Zauber und wenn ihr den anmacht, bekommt ihr mehr Experience. Also Tränen. Tränen ist natürlich immer gut. Kriegt er ein bisschen mehr. Kann man gerne mal so anmachen. Ihr seht das auch. Hat jetzt da so ein bisschen so ein, ja, so ein Schleier hinter sich, sieht er da so. Kennt man ja aus den alten Spielen. So wie so eine kleine Aura. Ich mache jetzt erstmal hier den Pin weg, den brauchen wir nämlich nicht mehr. Und jetzt kann man hier noch einmal runtergehen. Da gibt es dann auch noch einen Gegenstand. Bevor wir dann in den neuen Bereich gehen können. Ach, bin ich falsch gelaufen. Ah, hier muss ich gleich erst lang. Weil wir wollen uns hier noch hier unten den Gegenstand holen. Genau, super, danke, dass du mich hier runtergeworfen hast. Das ist nämlich genau hier unten. Hier könnt ihr jetzt auch hoch aus dem Wasser rausspringen. Könnt das hier mitnehmen. Abgetrennte Hand, das ist wieder so ein Gliedmaßenteil, was ihr da in den Katakomben quasi hinterlegen könnt, bis ihr dann alle entsprechend habt. Da passiert dann auch noch was Schönes. Möchte ich euch natürlich hier an der Stelle nicht verraten. Ich will euch hier nicht zu sehr spoilern. Und dann gehen wir jetzt, das hier unten haben wir schon, und dann gehen wir jetzt noch hier rechts rüber, runter und hier unten lang. Da gibt es jetzt auch noch einen gewissen Part, vor allem einen ganzen Abschnitt, den wir dadurch jetzt freischalten können, den man wo man vorher noch nicht hin konnte. Wichtig ist, ihr braucht auf jeden Fall diese Lungen, damit der Nebel euch hier nichts anhaben kann. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal hier durch. So, hier runter.
Ja, wir können auch schon hier lang gehen. Brauchen wir gar nicht außen rum. So, vielleicht erinnert ihr euch auch, da gab es immer so eine Stelle. Vielleicht wart ihr da auch schon öfters, wo ihr gedacht habt, ah, wie komme ich denn überhaupt da durch? Dann hat man irgendwann die Lunge bekommen und denkt so, ah, cool, jetzt kann ich da durch. Ist aber immer noch nicht so, weil ihr braucht halt wirklich dieses Sprung aus dem Wasser, sonst kommt sie hier nicht weiter. Jetzt gehen wir einmal hier durch, um den neuen Abschnitt zu öffnen. Und jetzt kann man hier einfach hochspringen, das man vorher nicht konnte. Und entsprechend kommt man dann natürlich weiter. So, jetzt sind wir hier schon fast durch. Hier ist der Typ, der klingelt. Und jetzt können wir hier den Hebel drücken und beide Gitter gehen auf. Entsprechend beide Gitter können wir durchlaufen. Hier gibt es noch ein Engelchen, ist ein bisschen versteckt. Und hier öffnet sich jetzt ein komplett neuer Bereich. Ihr seht das hier schon. Und zwar führt der später wahrscheinlich hier runter, wo wir vorher gar nicht hinkonnten, weil der Aufzug ja da immer dran vorbeigefahren ist. Da gehen wir jetzt mal hier rüber. Und da gibt es dann auch nochmal entsprechend viele Gegenstände. Solltet den Bereich dann auf jeden Fall komplett erkunden. Gehen jetzt mal hier rüber. Und einmal hier durch. So, dann können wir jetzt hier, zack, das aufmachen. Und hier braucht man dann entsprechend wieder die Wurzel. Diese drei verknoteten Zungen, die braucht man hier. Kann man das hier mal ablegen? Nehmen die drei verknoteten Zungen und dann geht es hier an. Wenn ihr die noch nicht habt, die drei verknoteten Zungen und nicht wisst, wie ihr die bekommen könnt, schaut gerne mal im Kanal vorbei. Da wird das auf jeden Fall erklärt. Und so, Cage vom umgekehrten Vers. So, und da gucken wir mal, wie es dann hier weitergeht. Also Leute, hier den Bereich auf jeden Fall durchsuchen. Schaut euch das Video an, wenn ihr die drei verknoteten Zungen noch nicht habt, guckt mal im Kanal. Ansonsten würde ich euch jetzt überlassen, hier den Bereich weiter zu erkunden. Schaut euch das gerne mal an und ja, ich möchte euch ja auch noch ein bisschen Spielspaß lassen, ne? Dass ihr auch mal ein paar Gegenden selber erkunden könnt und hier noch nicht so viel gespoilert wird. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen noch dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich helfe euch dann natürlich gerne weiter. Ansonsten würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Das bleibt euch aber natürlich völlig frei überlassen. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video, Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.